Moin Moin YouTube, was geht ab TF2-Fans? Hier ist euer Andi Müller aka Commander Keule. Herzlich willkommen zur Side Story vom Andi Müller. Schön, dass ihr wieder mit einschaltet. Ich bin gerade auf dem Weg zum Maschinenhändler, zum Fahrzeughändler und hoffe, dass wir dort jemanden antreffen, dem ich erstens dieses wunderschöne Gefährt hier zurückgeben kann und zweitens dann noch so ein paar Informationen aus ihm rauskitzeln kann, weil die kennen ja eigentlich jeden, diese Maschinenhändler sollten ja jeden in der Stadt kennen. Bedeutet, ich bräuchte eventuell ja dann nochmal eine Information, wer denn hier Tiere verkauft. Dann eventuell auch eine Information, ob es hier ein Transportunternehmen gibt. Und so weiter und so weiter. Ich bin mal gespannt, ob die mir helfen können. Ich hoffe es zumindest. Alles andere wäre ein bisschen blöd. Oh gut, bin wieder da. Ja, moin. Moin. Moin, Andi. Also, moin. Einen Moment bitte. Ne? Moin, Andi. Moin. Was meinst du? Gut. Das finde ich super. Der kann doch was, ne? Der kann wirklich was. Ich fand das auch ziemlich geil bei das Isari Pro Kompakt. Isari, ja, genau. Würde ich gerne mitnehmen. Aber wo ich mal noch ein kleines bisschen Hilfe musste. Bei dem Isari aber berücksichtigen, das ist das, was in den Spiegeln angebaut ist, ne? Ja. Das funktioniert nur tagsüber. Das hat keine Infrarotsensoren drin. Ah, okay. Eine kleine Frage habe ich aber noch bei Ausstattung im Katalog. Da wird einmal Power, Power Plus, Profi und Profi Plus reingemacht. Ja. Was ist denn das? Das müssten hier die Steuerelemente auf der Beifahrerseite, sage ich mal, sein. Ah. Ich gucke gerade Ausstattung Standard. Design. Ja, stimmt. Achso, nee, das ist das Standard, genau. Wo haben wir das andere denn? Wofür ist das? Sekunde, ich guck grad. Ausstattung da, Power. Ah ja, genau. Da hast du verschiedene andere Bedienfelder und kannst verschiedene Maschinen dran bedienen, einfacher. Aha, was würdest du da empfehlen? Ja, das ist eine gute Frage. Für dich die Nicht-Profi-Variante. Ja, ja, ich sag mal so, entweder Power Plus oder Profi würde ich mal nehmen für den Anfang. Ich denke, das müsste hingehen. Nämlich Power Plus. Mit Power Plus. Hat das Auswirkungen auf die Umwelt? Ich frage für einen Freund. Ja. Gut, das würde ich mir nochmal überlegen an deiner Stelle. Soll ich dir da mal einen auf die Liste setzen oder was? Ja. Gut, dann notiere ich mir das gerade. Klingt der denn rum, der Lavakopf? Hier. Welcher Lavakopf? Du! Ich? Nö. 100 Vario 4S. Muss mich verwechseln. Aber ich bringe hier gerade so einen absoluten Umweltsünder, bringe ich ja gerade zurück hier. Hat mein Chef, den hat mein Chef unbedingt haben wollen, Kurt. Guck dir das Ding an. Gefällt dir? Der große Bettner, ne? Ja, ja. Kann man damit so auf den Straßen fahren? Mehr schlecht als recht, aber ja. Man kommt an, Gott sei Dank. Du brauchst ja eigentlich auch schon Begleitfahrzeug für das Teil, oder? Wäre mir an der einen oder anderen Stelle gerade ganz lieb gewesen, ja? Ja, erst recht im Dunkeln, aber... Naja. Es hat zwischendurch auch mal kurz gehuppelt. Ich weiß nicht, ob es ein Stein war oder irgendwas anderes. Könnte auch ein Auto gewesen sein. Ich hab den Polizist schon lange nicht mehr gesehen. Ey, bloß nicht so laut. Der Auszubildende ist doch hier. Achso. Ja. Mit dem Bandlauf, da merkt man nicht so viel, dann macht's eine Pup-Pup. Kann auch ein Stock gewesen sein. Ich gehe einfach mal von aus, dass er ein Ast auf der Strecke lag. Ja, denke ich auch. Am wahrscheinlichsten. Denke mal. Sehr gut. Kannst du beim Zurückfahren noch gucken. Ja, gut.
Da können wir nochmal über die Details reden oder so. Ich halte das mal im Hinterkopf. Ich guck mal, ob ich den Vorführer nochmal krieg. Und dann würde ich dir den einfach mal rüberbringen. Machen wir so. Eduard, ja. Passt so. Perfekt. Alles klar. Wunderbar. Gut. Männers? Ich kann leider hier nicht den ganzen Tag voll rumstehen. Ich habe nämlich Arbeit. Haut rein, ne? Ja, sagt der Richtige. Schönen Tag noch. Ja, reingehauen. Ja, Bio dauert manchmal ein bisschen länger. Das ist das Problem. So ist das. Geht das hier nach Reihenfolge? Ich glaube, Sebastian, ja, du vor mir da. Alles, ne? Gut, ich höre ihn auch dazu. Okay, ich wollte nur einmal das Arbeitsgerät zurückbringen. Jawohl. Ich glaube, mich nicht daran erinnern zu können, dass mein Chef das Ding überhaupt eingesetzt hat. Ich bin mir aber unsicher. Ja. Also es stand meiner Erachtens nach nur rum. Deswegen habe ich gedacht. Hast du mal eingesetzt? Ich, nee. Das ist ja auf jeden Fall dreckig, ne? Ja, dreckig ist es auf jeden Fall. Deswegen bin ich mir unsicher. Wie gesagt, vielleicht ist er auch mal über ein Feld drüber gefahren, aber meines Erachtens nach stand das Ding eigentlich mehr rum als alles andere. Naja, okay, gut. Naja. Die Raupe behältst du, oder was? Oder geht der an? Die war ja auch von uns. Die war ja auch von euch Vorführer. Ja? Die lässt du auch hier, oder was? Die würde ich eigentlich auch hier lassen wollen. Ich bräuchte aber, glaube ich, ein Taxi oder ein Ersatzfahrzeug, um wieder zum Hof zu kommen, weil es ist keiner da, der mich abholen kann, leider. Ah, pass mal auf. Hier hinten standen zwei Autos. Ich glaube, eins davon war von euch. Kann das sein? Ah, mein Auto. HCK. Na, gucke. ML. Guck mal da. Deiner? Ja, hier, der HCK, das ist meiner. HCK ist deiner? Ja, da habe ich mich schon gewundert, wo der Wagen hin ist. Gucke an. Hier kommt nichts weg, Herr Müller. Hier kommt nichts weg. Umso besser. Nee, dann habe ich auch ein Auto, wieder nach Hause zu kommen. Aber was ich nochmal fragen wollte, als Fahrzeughändler oder generell hier so als Anlaufstelle für alle Unternehmen der hiesigen Stadt, sage ich jetzt mal, oder Dorf, Gemeinschaft, wer oder wo kann man denn Kühe kaufen? Und wer oder gibt es ein Unternehmen, der das vielleicht transportieren könnte? Also mein Chef ist immer noch nicht aus dem Urlaub zurück, also deswegen muss ich mich anderweitig durchfragen. Normalerweise müssten wir einen Tierhändler hier haben. Ich habe jetzt mit Tieren selber noch nichts gemacht. Ja. Ich kann da das gar nicht sagen, aber normalerweise müssten wir einen Viehhandel irgendwo haben. Ich guck mal gerade. Ja, wir haben einen oben beim anderen Hof. Waren Sie schon mal bei, oder Andi, warst du schon mal oben bei der Bäckerin? Nee. Dabei, im Endeffekt, genau. Das ist direkt über euren Hof ist das. Da ist ja die andere Stadt noch, wo ja auch die Seilbahn ist. Und da ist ein Viehhandel. Das ist sozusagen, wenn du bei euch dann rechts rausfährst. Ja. Und dann von der rechten Seite im Dorf reinfährst, ziemlich sofort am Anfang, da kommt der Viehhandel. Ja, genau. Stimmt, jetzt wo du sagst, jetzt erinnere ich mich auch dran. Genau, richtig. Okay, super. Und gibt es hier irgendwie so ein Transportunternehmen oder bietet irgendwer das hier an, sowas zu transportieren? Wir haben auf jeden Fall ein Transportunternehmen da, ja. Die sind nur nicht immer griffbereit, sag ich mal. Wie heißt die? Habt ihr da eine Nummer oder so, dass ich da dann mal anrufen könnte? Ich kann dir ein Kärtchen davon geben. Habe ich noch eins hier in der Tasche. Das wäre super. Ja, bitteschön. Ich danke dir. Ist so über die Keller. Der Keller, genau. Keller. Der Schweizer. Keller. Keller. Genau. Das ist nämlich zwei Schweizer oder was sind das? Ja, genau. Genau, und der Herr Gottlieb. Gottlieb Meier. Gottlieb Meier. Okay, nee, dann werde ich da mal mein Glück versuchen, sobald ich da irgendwen erreiche, dass die vielleicht mal so eine kleine Transportfahrt mit so den ersten Kühen fahren könnten. Ja. Ich entscheide jetzt einfach mal über den Kopf von meinem Chef hinweg. Ja, der wollte den Stall auf jeden Fall voll machen, deswegen. Also, voll machen? Aber wie viel gehen denn da rein? Ja, das ist eine gute Frage. Wonach richtet sich das denn, wie viel da reingehen? Also ich... Nach der Größe vom Stall und nach der Anzahl der Boxen. Normalerweise müsste das irgendwo stehen. Muss ich die Boxen mal zählen, weil... Ja, genau. Ich selber habe ja bisher auch immer nur Aushilfsdienst geleistet eigentlich. So. Ja. Deswegen, das ist ja die erste Festeinstellung auf so einen Hof. Also, da zähle ich mal die Boxen durch und dann schauen wir mal, wie viele da sind. Ich sehe, es gäbe auch von Ponge, einen Tiertransportanhänger für einen Traktor zu hängen. Und drei Achser gehen 9 Kühe rein. 9? Oh. Was würde denn kosten in der Miete? In der Miete müssen wir gucken, da kann ich nicht genau sagen. Der liegt ungefähr Barrieretrennung könnten wir noch einbauen. Ah ja, schick.
Na, der Computer will gerade nicht. Weil? Ja. Ja, der würde knapp 3000 kosten. 3000, ja, okay. Ja, dann würde ich da einfach nochmal auf dich zukommen. Je nachdem, ob das Transportunternehmen erreichbar ist oder nicht, dann würden wir halt kurzfristig halt so einen Anhänger bei dir holen. Naja, eben. Hast du den Katalog schon von uns? Nee. Dann gebe ich dir noch einen. Den habe ich aber drin in der Halle, im Büro. Dann gebe ich dir mal einen Katalog mit, da kannst du schon mal ein paar Sachen angucken, falls du da irgendwie Interesse noch hast. Ja, sehr gerne. Ich weiß ja nicht, ob der Martin noch einen hat, aber der hat den ja wahrscheinlich dann mitgeholt oder sowas. Also ich habe zumindest keinen rumliegen sehen. Ja, eben. Aber wenn ich mich richtig erinnere, beim alten Lindichhoch, da war dann mein Onkel hatte damals immer viel geholfen beim alten. Mhm. Dann meine ich immer 80 Kühe, die da reingingen im Stall. Echt, so viele? Ja, ich meine, das waren immer 80. Okay. Ich fragte mal den Bergmann, doch zig LKWs, ob man sich einfach so einen größeren Feed-Anhänger ausleihen kann, dann einen LKW vom Bergmann ausleihen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Ach, hier von dem Lohnunternehmen? Ja, genau, der fährt doch laufen mit irgendwelchen neuen LKWs an uns vorbei. Der war ja gerade hier auch mit einem LKW. Vielleicht hat er das so mal klappen einen. Würde bei ihm. Ja, ja. Ah, der fährt mit dem LKW durch die Gegend, ja Mensch. Also, ja, dann warte ich noch länger auf meine Bodenproben, sehr schön. Ich habe eben auch Bodenproben in Auftrag gegeben. Beim Landhändler? Ja, beim, ja, viel Erfolg. Paul. Lohnunternehmen. Lohnunternehmen, ja. Also. Ich hab gehört, mein Chef hat das jetzt vom Landhandel machen lassen. Ach, okay. Gleich ein kleiner Geheimtipp, weil die haben das jetzt wohl durchgezogen innerhalb ein paar Tagen. Beim Lohnunternehmen habe ich nämlich jetzt mindestens 8 Wochen gewartet. Ah ja. Und die haben es immer noch nicht hingekriegt. Also letzte Woche habe ich noch mit dem Bergmann telefoniert. Ja. Und da hat er gesagt, kümmere ich mich drum, spätestens morgen ist erledigt. Nö. Deswegen. Viel Erfolg beim Warten auf jeden Fall. Ja, schönen Dank. Ich gehe mal gerade einen Katalog holen, ne? Ja, danke. Ja. Ihr könnt aber auch mit ins Büro kommen, wenn ihr wollt, ne? Ja, ich komme nicht hier draußen rumzustehen. Jo. Man, dafür hammert ja schließlich, ne? Ist vielleicht auch ein bisschen wärmer. Ja. So, wo haben wir denn hier? Da. Katalog. So. Da unten drunter. Ach ja, da im Fach. So, bitteschön, Andi. Das ist der Katalog. Danke dir. Du hast schon den aktuellen Katalog, Lukas? Ich habe immer den aktuellen. Der wird automatisch beim Feuerwehr angeliefert. Ach ja, stimmt. Das ist ja sehr praktisch. Ab und zu habt ihr noch so schöne Fahrzeuge da drin, dann für mich, dann muss ich auch noch mal gucken, ob wir was bestellen können. Ja, für die Feuerwehr, aber, ja. Ja, aber ich suche noch sozusagen, hast du mal was, so ein schönes gebrauchten Oldtimer irgendwie so. Habe ich schon den Herrn Jupp gesagt. Ich suche noch so einen alten, schönen 1455 oder so, was schönes Altes. Ja, der habe ich gerade keinen da. Schade. Aber da sind wir auch schon auf der Suche, der hätte mir nämlich auch gerne einen. Ja, oder so ein 130-06 Deutz, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, in Deutz habe ich noch, was ist denn das für einen kleinen hier hinten drin stehen? Warte. Kannst gerne mal mitkommen hier. Wieso ist denn hier das Licht aus, das habe ich eben angeschaltet. Ein Deutz Turbo hätte ich noch, ein DX4. Ah ne, das ist ja so ein Youngtimer. Ich wollte schon so einen älteren, so ein 130er oder 106. Das ist schon eine schöne Kiste, die ich gerne wohl dann noch so als Hobby haben würde wollen. Ja, das wäre natürlich schon ganz cool, ne? Ja, habe ich jetzt gerade griffbereit nicht. Ein Bührer könnte ich dir anbieten. Da hätte ich noch einen im Hof stehen, von der Bäckerin, der alte. So, nee, das ist ja nicht so meins. Ne? Ja, ohne Dach ist auch ein bisschen blöd, ne? Ja, da soll schon eine Kabine, Hydraulik haben. Ja. Und am besten noch ein klein bisschen Leistung oder sowas. Ja. Einen alten Johnny irgendwas, 7810 oder 4755. Ja, das wäre vielleicht. Die sind dann so in der mittleren Kategorie, die haben dann noch ein bisschen Kraft. Also ich sag mal, so ein 7455, das wäre vielleicht noch was. Also der 7810, der wäre schon wieder zu jung. Ja, okay. Das sind so Youngtimer sind das. Der 4755, der wäre schon ein bisschen wieder was Älteres. Der hätte schon wieder ein bisschen mehr. Ja, der wäre fast schon interessant dann, ne? Ja. So ein schön schmales Traktor, so ein Tigre kann ich dir anbieten, da kann ich im Hof stehen. Stimmt, der Kleine noch. Genau, der Super Tigre, 635. Wolltest du den nicht mal vorbeibringen?
Ja, ich muss überlegen, was ich mache. Aber ich glaube, ich werde mich schon abgeben müssen, weil ich jetzt ein bisschen was Leistungsstärkes brauche. Ja. Brauchst du was auch für den Weinbash? Hast du da schon mal geguckt? Ja, ja. Ja, das machen wir gleich in Ruhe. Ach so, ja, alles klar. Ah, okay. Ich habe gerade noch WhatsApp mal reingeguckt. Ja gut, okay, dann. Dann sind alle Kameras aus gerade, oder wie? So, nee, ich mach mich wieder auf die Socken. Ich danke dir erstmal, Eduard. Ja, gerne. Und wegen dem Anhänger würde ich mich dann wieder bei dir melden. Jawohl. Und ich mach mich auch für Socken. Und dann, wenn du was hast an Ultraman, sag mir Bescheid. Alles klar. Machen wir. Schön. Ja, alles klar. Ich guck mal, macht's vielleicht gut. Check ich ja mal ein Angebot oder sowas rein, ne? Das wäre richtig gut. Das wäre super, ne? Was, guck mal gerade schnell durch. Ich bin weg. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Ciao. So, dann haben wir unsere Info bekommen. Also der Viehhändler ist relativ nah bei uns dran. Mensch, ist das dunkel hier. Mein Auto steht hier noch, Mensch. Hatte ich gar nicht mehr auf der Kante, dass der hier steht. Dann können wir den ja jetzt nehmen und nach Hause fahren. Sehr gut. Also Viehhändler bei uns in der Nähe, sogar fast zu Hause. Und Anhänger könnten wir hier für 3000 die Stunde haben. Er hat mir jetzt auch einen Katalog mitgegeben, also können wir uns da das Ganze in Ruhe auch angucken. Sehr gut. Dann haben wir jetzt die Infos auf jeden Fall erstmal zusammen. Dann fehlt uns eigentlich nur noch das nötige Equipment auch, ne? Wir haben noch gar keinen Futtermischwagen. Oh, wir haben ja gar nichts auf dem Hof, glaube ich. Irgendwie muss man ja das Futter, hat mir Chef erzählt, beiläufig ja auch noch mischen und sowas, ne? Das ahnst du nicht. Ich hoffe, der kommt bald mal wieder, damit wir mit ihm mal den Plan durchsprechen können. Wie er sich das alles leisten möchte. Vielleicht hat er ja noch irgendwo Geld versteckt, von dem man nichts weiß. Puh. Eine ganze Menge offene Fragen. Chef! Mann, geh mal an dein Telefon ran oder komm mal wieder aus dem Urlaub zurück, ey. So. Stellen wir den Wagen hier vorne wieder ab. So. Ja, top. Gucken wir nochmal kurz in den Boxen hier. Er hat gesagt, die Boxen zählen. Welche Boxen eigentlich? Ach, die hier. Ach, hey. Ja, dann zählen wir mal die Boxen durch. Und dann überlegen wir uns mal den Masterplan. Oder hoffen einfach, dass unser Chef dann demnächst mal aus dem Urlaub wiederkommt oder wo auch immer er ist, Geschäftsreisen, und uns mal sagt, wie wir das Ganze finanziell wuppen wollen. Weil wir haben hier nur eine Beinpresse, Geschwader. Ach, hier, ach, Digga, hier sind ja noch. Ach, Scheiße. Egal, man kann nie genug haben. Saatgut haben wir hier eine ganze Menge noch und Dünger anscheinend. Ich habe gedacht, weil hier standen nur noch ein paar Düngebaggies, dass das die einzigen waren.
So, hier haben wir auf jeden Fall Milchfass, das ist gut. Ach, hier, guck mal, da ist doch ein Futtermischwagen. Das ist doch so ein Ding, was er mir gezeigt hat. Haben wir den ja doch schon. Das bedeutet, wir können ja doch schon dann loslegen. Wir haben aber noch kein Heu gemacht. Und irgendwas anderes. Silage, hat er gesagt. Genau, Silage. Wir müssen dann auch noch die Ballen wickeln. Ballenwickelmaschine. Er hat mir ja einen Katalog gegeben. So. Ach hier, Ballenpressen. Guck mal da. Ich glaube, das sollten wir uns dann mal... Das ist doch so ein Ding, ne? So Silage, genau. Das ist so eine Ballenpresse, weil wir haben ja, glaube ich, so eine hier. Und damit können wir nur pressen. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir die Ballenpresse nochmal ausgetauscht kriegen demnächst. Bei unserem Landhändler bzw. Fahrzeughändler. Das wäre auf jeden Fall nochmal eine Nummer, wo wir mit denen reden können, was er uns vielleicht für die gebrauchte Presse gibt. Und dann vielleicht eine neue bei ihm bestellen. Das wär's. Ja, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Jungs und Mädels, ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, so nach und nach holt sich der Andi Müller die Informationen, die er benötigt. Wir schauen mal, wie es weitergeht mit ihm und dem Hof hier von dem Herrn Lindig. Und vor allen Dingen sind wir gespannt, wann wir den Herrn Lindig wiedersehen. Und dann eventuell mal erfahren, wie denn das weitere Vorgehen mit seinem Hof hier sein soll. Also Jungs und Mädels, schaltet gerne wieder ein, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da, lasst ein paar Kommentare da, schaltet bei den anderen Side-Stories rein und natürlich nicht vergessen, beim Tino und auch beim Freezy reinzuschauen. Tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal, euer Commander Keule, aka Andi Müller. Tschö.